Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 213. Folge. 213 Folgen WTF zum Command & Conquer 1 des Imperium Conflict Let's Plays, beziehungsweise zur 102. Folge. Das ist genauso eine WTF-Zahl. Nicht ganz so krass, aber schon. Das Command & Conquer 1 ist der Ausnahmezustand Let's Plays, wo wir ja gerade dabei sind, die Tower-Taker-Taktik durchzuziehen, sie zu perfektionieren. Und bald als nächstes die Map-Hoheit haben, aber erstmal noch hier oben den Durchgang zumachen, damit wir die Basis schön erobern können. Und daran arbeiten wir. Und es sieht soweit sehr gut aus. Es ist leider eine sehr zeitfressende, langwierige Mission. Und ja, wie der eine Kommentar schon gesagt hat, für diese Missionen der Ausnahmezustand gibt es mitunter keine schöne Lösung, weil diese einfach eine gewisse Kernbehinderung ist falsch. Weil sie sind einfach so unnötig schwer aufgrund der Tatsache, dass der NPC cheaten kann, dass es hier keine schöne Lösung gibt. Das war die richtige Formulierung. Es gibt einfach keine schöne Lösung für diese Art von Missionen, wie sie mir hier vorgesetzt werden. Und damit werde ich leben müssen. Das kriege ich aber hin. Bin da zuversichtlich. So, der hat direkt keinen Bock mehr. Er hat gesehen, was abgeht und denkt sich, nee, komm, lass stecken. So, so ein kleiner Mammutpanzer. Wird auch kein Thema sein. Ja, ist kein Thema. Passt. Wie schnell ist den zerwichst, ne? Also selbst wenn der Obelisk weg wäre, wäre das einfach nur so, es geht viel zu schnell. Die sind auch kein Thema. Ne? Wie ich gesagt habe, die sind auch kein Thema. Musst du nochmal kurz gegenreppen. Das war übrigens der Grund, warum ich den Obelisken hatte, weil ich mir schon dachte, dass er irgendwann mal wieder auf die Idee kommt, mich mit Infanteristen anzugreifen. Dass das jetzt natürlich so einfach abgewehrt wird, damit habe selbst ich nicht gerechnet. Habe ich nicht, Jokos gefällt mir, aber war verwundert. Ja, jetzt blocken die sich so, dass sie beide hier unten langfahren. Ach ja, ihr seid mir welche. Blitzpiepen, Alter. Sammler, ne? Sammler und schnelles Fahren. Hast du einen Sammler, kennst du alle Sammler. Sonst müsste ja eigentlich, ja, der Sammler von denen langsam das Interesse haben, seine Basis wieder zu verlassen. Und wir sind ja eigentlich so weit, dass er gar nicht rauskommt. Weil das hier unten ist auch mittlerweile ordentlich dezimiert worden, dieses Erzfeld. Also tatsächlich richtig ordentlich. Unerwartet viel, was ich hier weggenommen habe. Wenn ich als nächstes an das ran möchte, war ja ein ziemlich dummes Gesicht. Das heißt, es muss als nächstes das hier unten kommen. Das hier, das ist aber kein Thema. Kriegen wir hin. Das hier ist das größere Problem. Ich aber auch hin. Jetzt hoffen wir, dass der Strom nicht zusammenbricht. Sieht aber eigentlich gut aus. Ich habe aber keine Ahnung über diesen Strombalken. Wenn der so weit oben ist, bewegt er sich so minimal, dass er sehr schwer einzuschätzen ist. Also, ich weiß ja, dass, wie weit er sich bewegt. Zack. Aber einfach, dass sich hier, wenn du so ein Ding gebaut hast, zack, bewegt, ne? Ich weiß, dass ein so ein Bubbel 100 Ärzte sind, ne? Aber bei den Strombalken, da bin ich immer noch vollständig überfordert. Was das genau bedeutet. Jetzt kommen hier noch zwei Türme hin. Und dann ist da, wo ich die Lücke hinsetzen möchte, eigentlich die behindertste Idee. Weil das ja genau der Weakspot vom Obelisken wäre. Ach, egal. Ist halt dann so. Wird gebaut. Und jetzt warten wir auf den Sammler. Ich möchte gerne sehen, dass der Sammler hier nicht mehr vorbeikommt.
Jetzt geht der hier leider nochmal da abbauen. Ja. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Das ist auch kein Thema. Könnte man denken, oh mein Gott, Katastrophe. Aber haben wir das Ding hier, das passt. Also mit denen kann er mich nicht mehr ärgern. Auch hier oben nicht, da steht der und der. Das kommt irgendwo vorbei. So, jetzt ist der Sammler dran. Mal gucken, wie schnell es ihn zerlegt, sobald er in Range ist. Ja. Ist ja gar keine Formulierung so schnell, wie es den gerade zerlegt hat. Jawohl, ihr könnt hier mal noch eins nach vorne fahren. Dann kriegt ihr gleich... Also ich werde jetzt als nächstes, bevor ich hier weitermache, werde ich jetzt gleich mal das hier machen. Also ich werde hier jetzt noch ein Artilleriegeschütz hinstellen, dann werden wir mal kurz das hier platthauen. Mir ist auch gerne das und das hier oben. Dieses hier wird noch ein bisschen dann dauern. Ein Sammler auf dem Weg ist, passt. Unsere Basis wird angegriffen. Wenn ich mal gucke, ob ein Sammler auf dem Weg ist, geht es immer darum, ob ich die Reparatur mir für diesen Angriff leisten kann, wenn ich noch was im in der Bauwarteschlange habe. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als etwas in der Bauwarteschlange zu haben und das nicht durchziehen zu können, aufgrund von sonstigen Problemen. Deswegen ist das hier immer gut, wenn ich weiß, ich bekomme noch Ressourcen. So, jetzt einmal einen Kampfbuggy. Jawohl, Sir. Ja, hab ich mit gerechnet. Geht klar, Sir. Konstruktion fertig. Aber hier unten juckt mich am wenigsten. Solange wie nicht genau in diesem Moment gerade ein Übernahmeding da ist, ein Invasor, dann ist alles cool. Verstärkungen sind eingetroffen. Du fährst damit hin. Dann das hier unten neu aufbauen. Gestoppt. Abgebrochen. Also jetzt bin ich eigentlich am meisten gespannt, da ist schon wieder der Sammler. Ob der jetzt wieder hier rauskommt, ob der hier oben vorbei kann. Wenn der hier oben vorbei kann, ist scheiße. Wenn nicht, ist umso besser. So, ihr greift jetzt mal das da an. Perfekt, die kommen von alleine. Dann einfach positionieren. Da werde ich eine Einheit verlieren, aber das hatte ich ja schon mit eingeplant fast. Einheit verloren. Einheit verloren. Ja, dann kommt noch mal eine neue. Da geht es jetzt nur darum, diese Bodentruppen hier wegzukriegen, ne? Sammler auf dem Rückweg? Ja, aber der braucht noch ein bisschen Abbruch, dass ich hier reparieren kann. Jetzt den da bitte noch weg. Ah, der wird durchkommen. Nee, der kommt. Also, er wird durchkommen, aber er wird nicht zurückkommen. Okay, er kommt noch nicht mal durch. Sehr schön. Reparatur. Was fehlt noch irgendwas? Nö, das passt. Sehr gut. So. Neuer Kampfbuggy. Konstruktion fertig. Der sich jetzt auch gleich gebaut. Hierhin bewegt. Und dann machen wir die beiden Einheiten noch weg. Verstärkungen sind eingetroffen. Und dahin.
können wir eigentlich auch mal was ganz anderes machen. Wir schnappen uns mal die ganzen Fußsoldaten hier und nehmen die Fußsoldaten mit an die Front und greifen damit mal das hier doch an. Dass wir hier mal die zumindest die Einheitenhoheit bekommen haben. Dann kann er zwar immer noch mit Hubschraubern aus seiner Basis rausfliegen, aber trotzdem haben wir zumindest die Einheitenhoheit dann. So, wir warten auf den nächsten Sammler. Wenn er überhaupt noch einen schickt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. So, dann lauft ihr mal dahin. Ihr greift das da an. Perfekt, so, jetzt warten wir auf die ganzen Fußeinheiten, dass die da sind. Und dann geht das hier gleich los. Hier unten kommt gleich der nächste Obelisk wieder hin. Sobald die Sammler das hier abgebaut haben, gehen sie als nächstes da dran. Und wenn das weg ist, danach muss spätestens das hier mir gehören. Damit ich den Rest problemlos abbauen kann. Blocken die den hier stundenlang? Oh ja, das war irgendwie zu erwarten. Wo so stundenlang blocken sie ihn gar nicht? Ah, sie blocken ihn aber so hart, dass er nochmal einen Umweg fährt. Ach, egal. Ich lasse ihn machen. Ich sehe keinen neuen Sammler von ihm. Also er ist noch lange nicht klinisch tot, aber er baut keinen mehr. Hat er sich so schnell ressourcentechnisch jetzt schon verrannt? Und nicht, dass es mich nicht stört. Das finde ich gut, aber es verwundert mich. Dass er sich so schnell ressourcentechnisch verrannt hat, dass nichts mehr passiert. Theoretisch gesehen, Atombombe und dann da drauf, ne? Es wird auch passieren, macht euch keine Sorgen. Atombombe hier drauf wird definitiv eins meiner Pläne sein. Hier ein Loch reinschlagen, dass hier die Atombombe reinballert und dass ich dann hier, zumindest hier unten, verhindern kann, dass das und das neu gebaut wird. Mal gucken, wann, wie, wo, aber das wird zumindest der nächste Plan. So, ihr seid hier vollzählig, dann geht's mal auf nach da oben. Ja, das war der Plan. Unsere Basis wird angegriffen. Wie er einfach direkt keinen Bock hat, die ganzen Booteinheiten angegriffen zu werden. Wunderschön. Konstruktion. Lass ihn mal wegfahren. So, hier einmal reppen. Das hier ist fertig. Dahin. Das haben sie geschafft. Dann das da oben bitte als nächstes. So, perfekt. Dann stellt ihr euch als nächstes dahin. Mir völlig Wumpe, ihr könnt auch jetzt alle sterben im Erz. Jetzt muss als nächstes das hier weg. Das wird noch ein bisschen brauchen. Wie bereits erwähnt. Einheit verloren. Ja, die sterben jetzt alle hier im Erz, ne? Nicht wundern. Einheit verloren. So, und jetzt bauen wir einen dritten. Eine weitere Tiberium-Raffinerie, um noch schneller an Erz ranzukommen. Ich muss, wo bloß die Frage ist, wo ich die hinstelle. Wir bräuchten jetzt eigentlich noch eine Tiberium-Raffinerie. Und neben der Tiberium-Raffinerie
Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn die einfach hier steht. Da steht sie gut gedeft. Eigentlich wäre sie mir hier lieber, aber hier wird kein Platz sein. Und wir bräuchten nochmal Strom. Und eine Werkstatt. Das kommt jetzt erstmal alles. Ihr wisst ja, warum mehr Erz, logisch, ne? Desto schneller Erz reinkommt, desto einfacher wird es für mich. Ich will echt überlegen, wo ich die hinstelle. Stelle ich die ernsthaft hier hin? Das ist so eine kritische Position, die mir nicht zusagt. Hier unten durch wäre besser, dass ich die hier hinstelle. Muss ich zwar hier die Dev wieder aufreißen? Frage ist, ob die hier hinpasst. Warte, das kriegen wir raus. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Hier würde sie hinpassen. Das Ding hier hinstellen. Und dann steht hier noch eine Raffinerie. Passt ihr da noch hier durch? Passen sie. Perfekt. Ist da wieder eng. Aber da kommt die Raffinerie hier hin. Nicht hier oben hin. Hier würde ich eher die Werkstatt hinstellen. Hier, wir können sie ja schon mal im Bau geben. Wird gebaut. Ja, von ihm kommt gar nichts mehr, aber das habe ich jetzt schon erwartet, dass hier nichts mehr kommt von ihm. Jetzt habe ich früher immer in den letzten Folgen gerne gesagt, der ist ja quasi klinisch tot, wir haben schon gewonnen. Jetzt haben wir diese eine Mission gehabt, wo das nicht der Fall war und das lag einfach nur daran, dass er dann erstmal hier schön das Erz hier alles abgesammelt hat und genau das müssen wir jetzt irgendwie vermeiden, dass mir das wieder auf die Füße fällt. Deswegen sage ich dieses Mal nicht, dass er bereits klinisch tot ist, sondern sage mal, lass uns erstmal gucken, wie wir den am besten jetzt klein kriegen. Weil nur weil wir die Map-Hoheit haben, heißt es noch lange nicht, dass wir gewonnen haben, obwohl ich nicht glaube, dass er das hier noch sinnvoll Blatt bekommt. Auch wenn er mich mit Artilleriegeschützen noch wegballert, kriegt er das nicht mehr hin. Kann ich mir nicht vorstellen. Das könnte man theoretisch auch verkaufen und stellt hier lieber noch einen hin, machen wir. Weg, weg, weg. Jawohl, klar. Dann haben wir auch den Strom. Konstruktion fertig. Dahin. Dann kommt hier lieber noch so. Oder eher Strom müsste hier hin. Du gehst bitte da abbauen. Wäre eher noch ein Kraftwerk sinnvoll, aber dann kommt die hier oben nicht mehr durch. Ein Silo? Was ist das da hin? Konstruktion fertig. Ja, dann Silo. Okay, als nächstes jetzt ein Kraftwerk, ein weiteres. Wird gebaut. So, jetzt haben wir drei Sammler. Soll mal noch einer sagen, dass ich nicht genug Ressourcen abbaue? Und hier könnte man dann eher sagen, ich setze hier jetzt noch einen Obelisken hin, wenn ich jetzt unbedingt hier unten einen haben wollen würde. Da würde ich aber ehrlich gesagt eher diese Einheiten lieber hier positionieren, um besser agieren zu können. Also, ja, mal schauen. Ich hoffe, dass das Kraftwerk jetzt hier unten hinpasst. Das wäre so geil. Konstruktion fertig. Natürlich nicht. Ah ja, klar. Okay, da passt es hin, da passt es hin. Wir stellen es dahin. Als nächstes die Werkstatt. Die kommt aber jetzt hier oben hin. Ach ja. Und dann geht's nächste Folge los, dass ich das Ding hier erobern möchte. Da werde ich einmal... Hier, das werde ich mit einem Invasor erobern und das und das und diese drei Dev-Gebäude werde ich versuchen mit Artilleriegeschützen wegzukriegen. Mal gucken, ob das klappt, aber das ist zumindest der Plan. Weil die Werkstatt wird diese Folge nichts mehr. Wird direkt in der nächsten Folge was. Und ja, damit, es sieht gut aus. Ich bin happy. Seit langer Zeit wieder happy in C&C. Mann, Mann, Mann. Und ja, wir gehen in die nächste Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, damit mich schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß und sagt mir zum Schluss.
Tschüss.